Willkommen zurück bei Xenoblade Chronicles. Es ist nun an der Zeit, dass wir das, was wir letztes Mal bekommen haben, ausrüsten. Das waren ja einige Sachen immerhin, die wir eingekauft haben. Gut, das ist auch alles verkommen. Gut, das Monado werde ich jetzt nicht austauschen. Das definitiv nicht. Nee, das bringt's nicht. Das hingegen vielleicht schon eher. Ja, wobei, nee. Lassen wir mal. Das, okay, das sieht aber interessant aus. Das tue ich jetzt einfach mal drauf. Wow. Okay. Hat auf jeden Fall Style. Das muss man sagen. Okay, das ist cool. Die. Tschüss, was geht, Schalk? Das ist etwas anders aus als zuvor. Etwas unzivilisiert und heilige Scheiße, da geht die Physiabwehr richtig hoch. Aber die KP sinkt stark. Ob sich das lohnt? Weiß ich nicht. Das lohnt sich dann wiederum schon eher. Diese Hosen. Wahre Goldgrube, wie es scheint, was ich da gefunden habe. Und hier hätten wir sogar noch mehr Aether-Abwehr. Und die Agilität gibt auch gut. Das hingegen lassen wir jetzt mal durch den Kopf gehen. Das sieht zwar nach einem beschissenen Kontrast, also einem absolut beschissenen Kontrast. Also. Von der Ästhetik gibt das jetzt gar nichts her, aber das ist mir sowieso egal, daher kann ich damit leben. Es sieht aus wie eine Mischung zwischen Sultan und Zukunftskrieger. So, Fiora, gut, das... Ja, man sieht schon einen leichten Unterschied mit ihren Waffen jetzt. So, hier haben wir nichts. Nein, komm, schon Fiora, erstmal. Will ich nur, wenn ich hier was kaufe, das wollte ich hier geben, genau. Ah, okay, so muss man ihr wirklich Ersatzteile kaufen. Und jetzt andere Beine. Ja, sieht man jetzt weniger den Unterschied, aber okay. So, nein, stopp. Dann, Ben, also. Brauchst du ein neues Schwert? Da geht es an den Minimalangriff hoch, also der maximale Angriff geht da schon brutal runter. Daher, nein, da braucht er nichts. Nee. So. Nee, das lohnt sich auch nicht. 198. Nee. Die hingegen. Oh, die sofort anlegen. Auch wenn er jetzt gar nichts anhat irgendwie. Es ist trotzdem besser. Fragt mich nicht, wie das zusammenzählt. Es ist aber. Oh. Das wird jeden Belang besser. Und er hat immer noch nichts an den Händen. Aber. Etwas, gar nichts ist aber besser als etwas. Wie auch immer das passt. Boah, jetzt, das sieht geil aus. Die Frage ist aber nicht, ob das nicht sogar besser wäre. KP geht dann nochmal hoch. Also immerhin Nether-Abwehr. Und die Agilität geht noch zu. Ja, doch, machen wir das mal. Auch wenn es jetzt langweiliger aussieht irgendwie. Aber okay. Ah, lassen wir mal so, würde ich vorschlagen. Ja, das wäre jetzt natürlich gewesen, aber die ist schon belegt. Das auf jeden Fall. Noch was Besseres auf Lager. Ja, tatsächlich. Zeug, was man findet, ist eben teilweise doch besser. Das ist, was man kaufen kann. Aber das stelle ich ja dann immer beim Sortieren hier fest. So. Das da... Aether geht halt runter. Ne, deswegen gebe ich es auch nicht. Ich glaube, das Aether zu sehr runter. Ja. Sie kann aber auch nur begrenzt Sachen tragen. Das hatte ich. Ist mir jetzt so extrem gar nicht aufgefallen zuvor. Hä? Achso. Nee. Das lohnt sich nicht, aber. Nee. Okay, weiter zum nächsten Charakter. Wayne. Ja, das Zeug geht natürlich schon noch, aber er muss vor allem stark angreifen können. Ah, wobei. Da geht halt alles ein bisschen hoch, seine Abwehr und so. Er kann zwar nicht mehr so stark angreifen, aber seine...
Dings. Sein Minimumangriff geht etwas hoch. Daher. Ja, lassen wir mal so. Vorerst. Kann man natürlich auch jederzeit auswechseln. So. Gib mir ihm dieses. Hütchen. Den Megapanzer. Wow. Jetzt sieht er aus, als hätte er was vor. Aber absolut. Oh, nee. Auch bei Agilität geht doch. Doch, machen wir mal. Höhere Agilität kann da in dem Fall nie schaden. Das allerdings ist noch besser, weil da geht die physische Abwehr um einiges hoch. Das tun wir mal dran. Wenn die Agilität runtergeht. Ja, also das passt nicht so ganz zu dem, was er da vorne. Oh, was ist das denn? Die Warnschätze scheint man eben doch zu finden. Und Füße. 607, wow. Den habe ich aber ordentlich hochgepusht. Dann muss ich natürlich danach noch Kristalle bei allen verteilen, das ist klar. Der Schala hier nichts. Wow. Das ist schon nicht schlecht, auch wenn die Agilität natürlich ein bisschen runtergeht, aber lohnt sich durchaus. Genauso wie das da. Okay, jetzt ist es krass. Nee, das lustig am meisten. Ja. Ja, Schala, nicht schlecht. Nicht schlecht. Siehst du immer noch wie eine. Ja, sehr freizügige Frau aus, aber. Ja. Das war das Thema. Geben wir ihr das da. Ich frage es halt, ob wir hier nicht wieder was Besseres verborgen haben, wovon ich nichts weiß. Nee, diesmal nicht. Und die Füße. Nee, also das lohnt sich mal gar nicht. Nö. So, Ricky jetzt noch zu guter Letzt. Ja, der braucht auf jeden Fall mal was Stärkeres. Wirklich gucken, das ist das Stärkste, was ich habe. Scheinbar. Jupp. Na, gute Entscheidung getroffen. Mhm. Jupp. Nee. Nee. Da gehen die KP aber schon sehr runter. Aber er ist dafür viel, viel schneller. Ich mach's mal. Ich mach's einfach mal. Man kann ja noch Juwelen ausrüsten, genau. Also, Schalk hat hier eine freie Stelle für Juwelen frei. Ja, physisch ab, das hört sich eigentlich ganz gut, dann machen wir mal. Bei Fiora nichts, dann wenn auch nichts, ist schon alles voll. Aber bei Wayne gibt es einige Möglichkeiten. Aber irgendwas, was die KP erhöht, das wäre für Wayne wie prädestiniert. Irgendwas. Aether-Abwehr ist jetzt auch nicht schlecht. Auf jeden Fall auch nichts gegen Aether, weiß nicht, ob er das braucht. Nee, ich möchte was, was die KP erhöht. Genau, das ist doch schon mal etwas. Weil bei ihm machen die Prozent eben mehr aus als bei anderen. Deutlich mehr. Was eben daran liegt, dass er an sich viel mehr KP hat. So, Stärke. In dem Ausmaß. Ja, machen wir mal. Und. Nein. Chill. Wayne, Charla und dann fehlt noch Ricky, der hat hier zwei Möglichkeiten. Da hätte ich auch gerne was für die KP. Bei ihm, der hat ja auch sehr hohe KP. Genau, hier haben wir was mit 12%. Und hier haben wir noch etwas. Sieht nicht so gut aus, da finden wir ja noch was. Das ist der maximale Angriff, weil wenn ich kriege, da halt das. Ja, okay. Geben wir ihm noch was für den Angriff. Jetzt sind wir einigermaßen gut. So. Wissen wir, was können wir jetzt noch machen?
Das ist jetzt normaler NPC, die werde ich, wie ich zuvor schon etwas gesagt hatte, nicht mehr synchronisieren. Beziehungsweise am Anfang hatte ich die ja gerade mit denen gesprochen. Das sind jetzt die Junks. Warum man einen guten Ort, dass ich Junk nennen kann. Ich riskiere mein Leben, das von anderen zu retten. Dabei habe ich schon vergessen, wie viele Leben es waren. Ob jedes gerettete Leben ist das Risiko wert. Okay, das scheinen wirklich gute Wesen zu sein, anders als die Mechon. Also scheinbar sind die Mechon doch Mongo. Sie war ja einige Zeit am Überlegen, ob es nicht vielleicht so ist, dass die gut-böse Verhältnisse anders sind, als man zunächst vermuten kann. Aber wenn ich mir das so anschaue, glaube ich, die Mechon sind doch richtige Mongos. Aber abwarten. Abwarten ist die Devise. So, was bist du? Süß. Ja, ich werde jetzt erstmal dieses Dorf hier weiter erkunden. Dann werde ich natürlich diesen kleinen Story-Abschnitt machen, wo wir in die Mitte gehen sollen. Und ja, was ich danach machen werde, ist wahrscheinlich das Gebiet fertig erkunden. Oder je nachdem, was die Story für uns dann parat hält, ich weiß es nicht, kann ich mich auch dementsprechend da verbeugen. Beziehungsweise, ja. Was gelangt ihr zur Imperialen Hauptstadt Agniratha? Okay, also wir sind schon mal wirklich auf Mekonis. Vielleicht kann man sich auch deswegen nicht teleportieren. Ich bin schon lange nicht mehr gewachsen. Alle Leute im Dorf machen sich große Sorgen wegen mir. Ich hoffe, ich kann zurück. Jetzt, ich kann mich teleportieren. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Eine Sache kurz noch. Gebietsliste mäßig. Ich glaube nicht, dass ich da wirklich... Oh, doch. Gut, aber ja, das ist alles am Arsch. Schwertal, da kann ich aber noch hin, oder? Super. Muss ja doch diese eine Mega-Viech besiegen, wie ihr euch erinnert. Natürlich nicht heute. Wahrscheinlich auch nicht in einem der nächsten... Ja, wobei... mal schauen, mal schauen. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber vielleicht auch schon relativ bald. Gucken wir mal. So, hier ist noch ein Dorf. Und das scheint zum Glück kein sehr großes Dorf zu sein. Ich glaube, das ist auch das letzte, wo man noch einige Aufträge bekommt, so wie ich das überblicken kann. So, dann hätten wir es, glaub. Oder ist hier noch irgendwas? Irgendwer? Diese Häuser sind halt... Ja. Man kommt nicht wirklich... Man sieht nicht wirklich, wem was gehört, aber... Ja, das war's dann wohl. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir den Part heute einfach mal etwas früher. Weil den Dialog möchte ich jetzt noch nicht auslösen. Gut, hier können wir noch hin. Fiora und Charlam ist ein... Da reicht grün, aber nicht mal das haben sie. Das ist unglücklich. Aber ja, genau. Lassen wir es dann einfach hier an dieser Stelle gut sein. Wenn es aber nicht gefallen hat, dann Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Das nächste Mal werden wir dann diesen neuen Story-Dialog machen. Und hoffentlich weitere Gebiete erkunden können. Bis dann.